Ja, die Walking Street, die berühmte, die ist jetzt wieder voll im Saus und Braus. Natürlich in der Corona-Zeit, da jetzt in den 2 Jahren, da hat eine andere schon gedacht, dass sich die nie wiederholen wird, aber sie ist jetzt wirklich, also gut, ist wieder gut dabei. Tagsüber ist klar, also tagsüber ist hier gar nichts los. Hier rechts müsste jetzt irgendwo die Diskothek sein, die Lucifer. Ja. Die ist ja auch schon ewig. Ewig ist die schon da in der Walking Street. Ich war da, glaube ich, mal vor knapp 20 Jahren. Eigentlich auch fast immer voll am Abend. Jetzt noch ganz schnell, das vorige Video, das ich gemacht habe, da habe ich kurz erwähnt, dass man jetzt auf dem Strand, dass da ein weißer Sand raufkommt, aber das war ein Fehler. Tut mir leid, das konnte ich aber auch nicht wissen. Da finden jetzt so Meisterschaften statt in Handball und Volleyball, glaube ich. Und das ist eigentlich der Grund, warum die das dann auf, keine Ahnung, ich schätze mal auf 300 Meter Länge haben die das da rausgezogen und haben da. Ich schätze mal, das waren um die 20, 30 LKWs. Es sah damals so aus, als bekommt man das auf dem ganzen Strand, aber ja, das war eine Fehlmitteilung. Sorry. Ich werde das jetzt mal kurz im Abschluss noch ranhängen. Da sieht man auch die Vorbereitungen dann. Da kommen so Stände hin und so Zelte und ja, jede Menge Arbeiter sind auch da. Das wird jetzt in den nächsten 3, 4 Tagen, also übers Wochenende, wird das jetzt da stattfinden. Also, es kommt kein weißer Strand auf ganz Chongqing, sondern es ist nur wegen den Meisterschaften. Ja, das sieht man jetzt hier. Gut, lasst es jetzt noch auslaufen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Es kommt dann wieder was in den nächsten paar Tagen. Und ja, wie immer. Ihr wisst ja, bleibt mal gesund. Und wir sehen uns, gell? Also, ciao, ciao.